Liebe Trader, im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Trader Wingman unserer künstlichen Trader-Intelligenz. Der Trader Wingman ist ein frei konfigurierbarer Echtzeit-Chart-Signalticker, der je nach Konfiguration die verschiedensten Märkte auf neue Trading-Chancen überwacht, und dahinter verbirgt sich die Philosophie, dass man einen intelligenten Ratgeber benötigt, der während des Handels auf gut begründete Trading-Chancen aufmerksam macht. Was für Märkte kann ich beispielsweise überwachen? Das deutsche Aktienuniversum. Ich kann ihn auf die Top-Wachstumsaktien in den USA ansetzen oder auch Indizes bzw. Forex-Paare auf Intraday-Basis in den kleineren Zeitebenen. 60-Minuten-Chart. Und ich muss mal kurz nachschauen. Hier, 60 Minuten, 15 Minuten oder 15 Minuten. Zunächst, wo finde ich den Trader Wingman? Im Trading Desk hier. Dieser Roboterkopf rechts in der Toolbar, damit kann ich ihn öffnen. Und was viele auch nicht wissen, der Trader Wingman lässt sich mehrfach innerhalb eines Trading Desks öffnen. Einfach hier nochmals draufklicken, beziehungsweise wenn man ihn in dreifacher Ausführung möchte, dann einfach nochmal auf dieses Symbol klicken. Und damit kann ich mir zum Beispiel ein Trading Desk einrichten, wo ich eben verschiedene Märkte in Echtzeit auf neue Chart-Breakouts überwache. Und als Trader haben wir auch den Anspruch, wirklich täglich keinen wichtigen Breakout mehr zu verpassen. Und da leistet eben der Trader Wingman wertvolle Hilfe. Schauen wir uns mal den heutigen Handelsstart an. Direkt ab 9 Uhr kommen entsprechend die Signale in Echtzeit über den Ticker. Direkt heute Morgen um 9 Uhr hat Rheinmetall beispielsweise kurzfristig ein neues Jahreshoch markiert. Die Aktie befindet sich ja gerade in einer dynamischen Rallye-Phase. Hier sorgt mitunter der aktuelle Syrien-Konflikt als Katalysator. Wenn wir ein bisschen weiter nach oben schauen, zum Beispiel eine Nexus hier im Nebenwertesegment war dabei, diesen kurzfristig etablierten Abwärtstrend nach oben hin zu durchbrechen. Und das sind einfach alles auch schöne Inspirationsquellen über dem Tag, um neue Trading-Chancen einzugehen. Wir haben bei einer VTG dieses Signal Trader Fox 123, wo man versucht, kurze Rücksätze im Trend zum Einstieg zu nutzen. Eine Dr. Höhnle hat beispielsweise hier diesen langfristigen Aufwärtstrend unterschritten. Damit hat sie hier diese Abwärtsbewegung nochmals deutlich beschleunigt. Ein schönes Rebound-Setup. Was haben wir noch weiter oben? Eine Puma ist auf ein neues Jahreshoch dynamisch ausgebrochen, nachdem man die Prognose angehoben hat. Wir haben hier auch einen sehr schönen Chart-Breakout bei einer Heidelberger Druck, wo man sagen muss, die Aktie reagiert kaum auf den schwachen Markt. Schönes Eigenleben jetzt hier erstmals wieder zu beobachten. Das sind Entwicklungen, die müssen wir als Trader ganz genau im Auge behalten. Gerade wenn der Gesamtmarkt wieder Fahrt aufnehmen sollte, könnten solche Aktien hier überproportional von profitieren. Und indem man hier wirklich sämtliche Breakout-Bewegungen überwacht, bekommt man auch ein Gefühl für die aktuelle Marktentwicklung. Man kann beobachten und schauen, wie verlaufen aktuelle Breakout-Bewegungen, welche Signale sind in der Oberhand eher bullische, also prozyklische Signale oder eben eher Signale auf der Short-Seite. Und damit haben wir wirklich ein wertvolles Hilfsinstrument, weil er eben oft auch neue Trading-Chancen aufzeigt, die man so nicht auf der Watchlist hatte, gerade wenn solche langfristig etablierten Abwärtstrendstrukturen beispielsweise durchbrochen werden. Oftmals kann man solche Chart-Breakouts nicht ganz so gut mit den täglichen Screening-Routinen abbilden. Und wenn man dann auch noch sieht, es gibt Aktien, die aus dem gleichen Sektor eben geschlossen aus schönen Chartformationen ausbrechen, dann hat es auch wiederum Signalwirkung. Oder wenn man beobachten kann, dass ein spezielles Signal auffällig gut funktioniert, das sind alles wertvolle Informationen, die dann wiederum eine neue Trading-Chance begründen könnten. Und jetzt schauen wir mal noch auf die allgemeine Konfiguration. Hier oben können wir über das Zahnrad in die Konfiguration eintauchen und hier haben wir sämtliche Signale aufgeführt und hier können wir uns dann verschiedene Templates für die verschiedensten Märkte erstellen, einfach hier oben über dieses Pluszeichen. Dann wähle ich mein Aktienuniversum aus, hier am Beispiel jetzt der Deutschland TF Prime. Ich kann aber auch eine selbst definierte Kursliste, die ich selber erstellt habe, hier eine Watchlist
als Basis nehmen und darauf eben den Trader Wingman einsetzen oder eine spezielle Branche bzw. einen speziellen Anlagegrend. Den Möglichkeiten sind hier kaum Grenzen gesetzt. Im weiteren Verlauf definiere ich dann meine Zeiteinheit. Ich persönlich nutze ausschließlich den Tageschart, aber wenn man beispielsweise Forex-Märkte oder auch große Indizes auf unterschiedliche Signale überwachen möchte, dann bietet es sich hier auch an, wirklich auf die kleineren Zeitebenen zurückzugreifen. Wir haben hier dann sämtliche Signale kategorisiert, beispielsweise Candlestick-Muster, Swing-Trading-Signale, wir haben Range-Breakout-Signale, Rebound-Signale, Trendfolgesignale, neue Hochs, neue Tiefs, klassische Charttechnik, also von jedem Signal ist was dabei. Hier diese Häkchen beziehen sich jetzt auf die aktuelle Standardkonfiguration und ich habe schon verschiedene Templates vorgefertigt und wenn man sich diese dann erstellt und konfiguriert hat, werden diese hier wiederum angezeigt und diese wiederum kann ich dann hier oben links über diesen Reiter auswählen, beispielsweise auf DAX. Hier hätten wir jetzt heute folgende Signale bekommen, zum Beispiel diesen Ausbruch aus diesem fallenden Keil heraus auf 15 Minuten Basis oder um 10.45 Uhr auf 5 Minuten Basis wurde ein Hammersignal getriggert. In dieser Form schaut das Ganze dann aus. Wir könnten jetzt beispielsweise auch noch auf die Top Growth Stocks in Amerika schwenken. Auch dieses Aktienuniversum lasse ich mir gerne mit dem Wingman über den Tag überwachen. Eine sehr komfortable Methode eben, damit man kein Breakout mehr verpasst. Und dann, um jetzt die Signale von gestern betrachten zu können, muss ich hier auf 3 Tage wechseln, denn der heutige Handel beginnt ja erst heute Mittag um 3:30 Uhr, wie zum Beispiel hier gestern. Der Breakout-Versuch über diesen horizontalen Widerstand bei einer TransUnion, sehr, sehr schönes Chartbild, bullische Konsolidierung. Oder einen Tag davor, gestern gab es ja nicht allzu viele Signale, weil sich auch der US-Markt tendenziell schwach präsentiert hat. Am Vortag hat hier eine Alibaba noch diesen Breakout-Versuch gestartet. Und somit kann man dann eben wirklich die verschiedensten Märkte auf den verschiedensten Zeitebenen nach den Signalen seiner Wahl in Echtzeit überwachen.